Wir kommen nun zu Top 19 der Tagesordnung, der dritten Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, drittes Gesetz zur Änderung des Landesblindengeldgesetzes. Zur Berichterstattung darf ich Frau Prünnel bitte ans Rednerpult bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich darf berichten aus dem Sozialen Integrationspolitischen Ausschuss zum Gesetzentwurf der Landesregierung, drittes Gesetz zur Änderung des Landesblindengeldgesetzes, Drucksache 20-6012 zu Drucksache 20-1030. Der Sozialen Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in der Fassung der zweiten Lesung unverändert in dritter Lesung anzunehmen, mit den Stimmen von CDU, Bündnis 90 Grünen, Freie Demokraten, Gegen die Linke, Stimmenthaltung, SPD und AfD. Genau, Frau Prünnel, Sie können gleich am Rednerpult bleiben. Ah, wir sind heute dabei. Bitte? Alles gut? Sehr schön. Fahren Sie bitte fort. Wir sind dabei, Zeit zu sparen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! In Anbetracht der Länge der heutigen Tagesordnung möchte ich mich kurz fassen. Das dritte Gesetz zur Änderung des Landesblindengeldgesetzes wurde in erster und zweiter Lesung bereits ausführlich beraten. Das Gesetz, das bis zum Ende dieses Jahres befristet ist, wurde auf Aktualität überprüft und bearbeitet. Was bleibt zusammenfassend zu sagen? Erstens. Hessen ist weiterhin im Bundesvergleich an der Spitze, was die Höhe des Blindengeldes anbelangt. Zweitens. Der Kreis der Anspruchsberechtigten wurde erneut erweitert. Drittens. Das Gesetz ist nun besser lesbar, hat mehr Rechtssicherheit geschaffen und ist eine gute Basis für die Gesetze, die wir zeitnah in den Blick nehmen werden, nämlich das Gehörlosengeld und das Taubblindengeld. Alles in allem sind die Argumente hinlänglich ausgetauscht. Und auch die kurze Debatte am Dienstagabend im SIA hat keine nennenswerten Erkenntnisse gebracht. Für uns erfüllt das Gesetz, das Hessische Landesblindengesetz, das, was es erfüllen soll. Es dient dem Nachteilsausgleich für Menschen, die blind oder hochgradig in der Sehfähigkeit beeinträchtigt sind. Es stärkt die Möglichkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und ist ein wichtiger Baustein hin zu einer inklusiven Gesellschaft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie uns heute dieses Gesetz gemeinsam auf den Weg bringen. Vielen Dank. Als nächstes darf ich Herrn Enners von der AfD nach vorne bitten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wie die letzte Ausschusssitzung gezeigt hat, ist die Landesregierung nicht bereit, umfänglich auf die Bedürfnisse der blinden Menschen einzugehen. Denn weder die Anhebung des Blindengeldes für die unter 18-Jährigen noch die Abschaffung der Befristung soll umgesetzt werden. Zusammengefasst kann man sagen, durch die nun eingesetzte Erhöhung des Blindengeldes um 63 Cent verringert die Landesregierung den Verwaltungsaufwand beim Hessischen Landeswohlfahrtsverbandes, was man auch gut finden kann. Aber von einem Benefit für Jugendliche kann man in diesem Zusammenhang nicht sprechen. Wäre die Koalition der AfD gefolgt und hätte das Blindengeld für Kinder und Jugendliche dem Blindengeld für Erwachsene angeglichen, und wir reden hier von einer wirklichen Erhöhung um knapp 260 €, dann könnte man Ihnen glauben, dass Sie sich tatsächlich für die Belange von blinden Kindern einsetzen wollen. Aber so schränken Sie die Chancengleichheit der Kinder und Jugendliche ein, und die SPD schließt sich diesem Szenario leider auch noch an. So weit, so schlecht. Und durch die fehlende Entfristung wird deutlich, dass die Landesregierung die Rechtssicherheit für die Betroffenen auch nicht herstellen will. Auch dies ist äußerst bedauerlich. Den Betroffenen versprechen wir an dieser Stelle, dass wir das Gesetz fest im Blick haben und die oben genannten Punkte zu gegebener Zeit erneut angehen werden. Die AfD wird sich zum Gesetzentwurf der Landesregierung enthalten. Vielen Dank. Für DIE LINKE darf ich Frau Böhm nach vorne bitten. Danke sehr, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren!
Klappe die dritte Lesung des Landesblindengesetzes. Leider hat sich nichts geändert. Ich hatte nur geringe Hoffnung, dass die Appelle von Ulrike Alex und von mir in der Debatte am Dienstag bei Schwarz-Grün auf offene Ohren stoßen würden und wir im Sozialausschuss noch einmal Fortschritte bei der Ausgestaltung des Gesetzes erleben würden. Deshalb hält sich auch meine Enttäuschung in Grenzen. Ich kann Ihnen aber versichern, Sie enttäuschen vielleicht nicht nur mich, sondern insbesondere die Betroffenen, die ihre Verweigerungshaltung einfach nicht nachvollziehen können. Sie verweigern sich einer Unterstützung von taubblinden Menschen. Sie schließen blinde Menschen quasi als Doppelbestrafung aus, wenn sie einer freiheitsentziehenden Maßnahme unterliegen. Sie schätzen die Ansprüche von Kindern und Jugendlichen geringer als die von Erwachsenen. Sie bürden die Nachweiskosten unnötigerweise den Anspruchsberechtigten auf und verunsichern Menschen mit Sinnesbehinderung durch die Befristung des Gesetzes. Nichts davon wäre notwendig. Nichts davon entspricht den Anforderungen, ein modernes Gesetz in den Zeiten der UN-Behindertenrechtskonvention. Das haben Sie sich zuzuschreiben. Andere Bundesländer, Thüringen oder auch Bayern beispielsweise, sind viel weiter. Im Thüringer Sinnesbehindertengesetz sind selbstverständlich die Leistungen für stark sehbehinderte, blinde, gehörlose und taubblinde Menschen zusammengefasst und die Unterstützungsbedarfe festgeschrieben. Eine solch übergreifende und verbindende Regelung hätten Sie auch ohne Weiteres für Hessen vorlegen können. Immerhin wollen Sie ja laut Ihrem Koalitionsvertrag ein Gehörlosengeld und weitere Unterstützungsleistungen für taubblinde Menschen einführen. Nur steht da leider nicht wann, und so müssen die Leute halt weiter darauf warten. Ich weiß jetzt wirklich überhaupt nicht, warum das nicht in diesem Gesetz auch stattfinden hätte können. Dafür wird es von uns keine Unterstützung geben. Wir werden gegen die Änderungen stimmen, weil sie teils nur marginale Verbesserungen sind, sogar manchmal die Leistungsberechtigten noch weiter beeinträchtigen. Wir unterstützen natürlich den Antrag der SPD, oder wir haben ihn unterstützt im Ausschuss zur Einführung des Gehörlosengeldes, oder wir werden ihn auch weiter unterstützen, auch wenn es sinnvoller wäre, ein Sinnesbehindertengeld wie in Thüringen auf den Weg zu bringen. Aber auch das wäre ein kleiner Weg, ein kleiner Schritt auf einem Weg. Und ich hoffe, dass Sie merken, dass es der nächste Anlauf für eine Änderung dieses Gesetzes nicht wieder so lange dauert, bis zum nächsten Befristungsende. Schaffen Sie zeitnah eine gesetzliche Regelung für Nachteilsausgleiche für taubblinde und gehörlose Menschen und ignorieren Sie nicht weiter die vorhandenen Bedarfe. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat sich nun unsere Kollegin Frau Alex zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir haben jetzt in dieser Woche etwa drei Viertel der Beratungszeit hinter uns. Und inspiriert durch die vielen Weihrauchschwaden, die sich hier durch die Gänge schlängeln, von den Jubelanträgen, insbesondere der Regierungsfraktionen, inspiriert davon möchte ich eine kleine vorweihnachtliche Bilanz ziehen. Und da reiht sich das Landesblindengeld in eine Reihe von anderen Themen, die wir besprochen haben, etwa die Situation der Beschäftigten am UKGM, etwa der Situation der Lehrer, Schülerinnen und Eltern an den hessischen Schulen, etwa über die Frage, wie die Ausländerbeiräte besser zu unterstützen sind, oder auch über die hessische Bauordnung und die Einwendung des VdK. In diese Reihe gehört auch das Landesblindengeld. Es macht nämlich deutlich, dass es überall Menschen gab, die klare, deutlich formulierte Anliegen hatten, und es gab in allen Fällen ein völliges Ignorieren bis zu dem Begriff Notstandsrhetorik. Ignorieren und bequem und zu bequem sein, sich überhaupt mit den Inhalten auseinanderzusetzen.
Das ist leider so, meine Damen und Herren. Ich muss Ihnen konstatieren, Sie haben ein wichtiges politisches Leitmotiv verloren, die Empathie. Sie sind so selbstbewusst in Ihrem Handeln, dass Sie nicht mehr bereit sind, empathisch zu sein. Das heißt, sich mit den Situationen der Menschen auseinanderzusetzen und sich in ihre Rolle zu versetzen, sondern sie lehnen das einfach ab und setzen sich darüber hinweg. Aber dafür sind sie nicht gewählt worden. Insbesondere auch Bündnis 90 Die Grünen aus ihrer Geschichte heraus, aber auch die CDU mit dem Namen Christlich, die haben doch in ihrem Wahlkampf gesagt, dass sie sich um die Probleme der Menschen kümmern wollen. Und sie haben es doch besser gesagt als wir, denn sie haben die Wahl gewonnen. Und sie haben deswegen gewonnen und nicht, weil sie gute Haushälter sind. Das sind sie nämlich nicht. Oder weil sie gut Gesetze schreiben können. Das können sie nämlich nicht. Das sieht man schon an dem Änderungsantrag, den wir bekommen haben. Nein, sie sind gewählt worden, weil man gedacht hat, sie hören auf die Menschen. Und was hier beim Landesblindengeld herausgekommen ist, das ist wirklich traurig. Nichts von den Stellungnahmen vom Blinden- und Sehbehindertenbund oder von der Liga der freien Wohlfahrtspflege, von anderen, hat Eingang gefunden, überhaupt nur in die Diskussion. Sie haben sich noch nicht einmal damit auseinandergesetzt. Sie haben es noch nicht einmal zurückgewiesen. Sie haben es einfach ignoriert. Meine Damen und Herren, da ich selbst ein empathischer Mensch bin, tut es mir sehr weh, dass ich Sie heute so kurz vor Weihnachten so hart kritisieren muss. Aber ich muss Ihnen sagen, die weihnachtliche Botschaft und den Menschen ein Wohlgefallen, die ist Ihnen komplett durchgerutscht. Vielen Dank. Für die FDP darf ich Herrn Promny nach vorne bitten. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir beschäftigen uns heute in der dritten Lesung mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung. Es ist ein Entwurf, den wir als Freie Demokraten als enttäuschend bezeichnen. Enttäuschend deshalb, weil er die Chance versäumt, das zu regeln, was längst geregelt werden müsste. Das ist einerseits ein Taubblindengeld. Andererseits hätten Sie auch das Gehörlosengeld, das Sie im Koalitionsvertrag ja auch vereinbart haben, bereits regeln können. Ja, meine Damen und Herren, das wäre ein großer Wurf gewesen. Das heißt, Sie hätten es in einem einzigen Gesetz, einem Sinnesbehindertengesetz, wie es beispielsweise in Thüringen existiert, zusammenfassen können, das Blindengeld, das Taubblindengeld und auch das Gehörlosengeld. Stattdessen wird mit minimalen Nachbesserungen das ursprüngliche Landesblindengeldgesetz ohne besondere Veränderungen vorgelegt. Meine Damen und Herren, das ist sehr bedauerlich, und es wird nicht zuletzt den Sinnesbehinderten in unserem Land nicht gerecht. Im Übrigen stellen die Anträge auch der Opposition leider kein überzeugendes Gesamtwerk, Gesamtkonzept dar. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich darf Herrn Schad von der CDU nach vorne bitten. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn ich mir eben die Wortbeiträge angehört habe, gerade auch die Wortbeiträge der SPD, die ja die dritte Lesung hier beantragt hat, dann frage ich mich ehrlich gesagt, wieso haben Sie die eigentlich beantragt? Denn kein einziges Argument, keinen neuen Gedanken, keine neue Erkenntnis haben Sie in diese Debatte eigentlich eingeführt. Im Kern
möchte ich auf die Argumente verweisen, die ich in den letzten beiden Debatten bereits vorgetragen habe. Ich muss schon sagen, wenn Sie uns unterstellen, wir wären zu bequem, Änderungsanträge zu berücksichtigen und überhaupt zu debattieren, dann frage ich mich, warum man überhaupt nicht zu dem Gesetz spricht, um das es eigentlich geht. Das ist aber auch gewissermaßen eine Bequemlichkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Land hat eines der bundesweit leistungsstärksten Blindengeldgesetze. Wir zahlen das höchste Blindengeld aller deutscher Länder. Und darauf sollten wir an der Stelle auch mal ein bisschen stolz sein. Und ich verstehe nicht, warum immer wieder hier an der Stelle auf das Gesetz in Thüringen verwiesen wird. Da glaube ich ehrlich gesagt auch, dass der eine oder andere es vielleicht gar nicht richtig gelesen hat, weil dieses Beispiel Thüringen dient für uns sicherlich nicht zur Vorlage. Das Blindengeld ist eine wichtige soziale Errungenschaft für von Sehbehinderungen betroffene Menschen. Und wir schreiben dieses Gesetz nun für 7 weitere Jahre fort. Den sehbehinderten Menschen geben wir damit ein klares Signal. Ihre Unterstützung ist uns wichtig. Und das Land Hessen bleibt selbstverständlich zuverlässiger Partner Ihrer Anliegen. Und wer hier die Auffassung vertritt, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Blindengeld steht zur Disposition durch eine Befristung, der soll sich auch einmal ganz klar äußern, wer denn eigentlich derjenige sein soll, der diese wichtige Leistung zur Disposition stellt. Wir von der Koalition jedenfalls nicht. Insgesamt scheint mir die Diskussion über die Befristung insgesamt ein wenig sonderbar. Denn wir befristen Leistungsgesetze wie die anderen Gesetze regelhaft auch. Und es käme auch keiner auf den Gedanken, wir schaffen die Schule ab, weil wir das Schulgesetz befristen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir stärken mit den vorliegenden Änderungen die Rechte der sehbehinderten Menschen und erweitern den Kreis der Empfänger. Insbesondere Menschen mit einer vorübergehenden Sehstörung erfahren eine deutliche Erleichterung ihrer Lebenssituation durch die Änderung des Gesetzes. Dies war uns sehr wichtig. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal festhalten, weil es eben ja auch wieder anders gesagt wurde. Die Neufassung dieses Gesetzes ist im Dialog mit allen beteiligten Akteuren entstanden. Die Blinden und Sehbehinderten, der VdK Hessen-Thüringen, der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen, der Liga, der Kommunalen Spitzenverbände, des LWV, sie alle waren beteiligt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Leistungsverbesserungen für Menschen mit Sinnesbehinderungen werden uns auch im kommenden Jahr erneut beschäftigen. Ich freue mich, dass wir Leistungen für Gehörlose und Taubblinde neu schaffen und damit völlig neue Sozialleistungen einführen. Das wird der größte Entwicklungssprung auf diesem Bereich seit der Einführung des Landesblindengeldgesetzes werden. Und es ist ein beachtlicher Schritt, dass die Regierungskoalition diese Maßnahmen verbindlich vereinbart hat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Anträge aus den Reihen der Opposition, die angesprochenen Maßnahmen schnell einzuführen, betrachten wir insofern als Unterstützung dieses Kurses. Ich hoffe auch in diesem Sinne auf konstruktive Beratungen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition. Denn wir sprechen über Gruppen, die staatliche Fürsorge und Unterstützung in besonderer Weise verdient haben. Und wir wollen das mit der notwendigen Sorgfalt tun. Heute beschließen wir zunächst die Änderung des Landesblindengeldgesetzes und bitten dafür um breite Zustimmung. Herzlichen Dank. Für die Landesregierung darf ich nun Herrn Klose das Wort erteilen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die allermeisten Argumente haben wir am Dienstag ausgetauscht. Wir haben viele jetzt auch noch einmal gehört. Entscheidend ist, dass wir ein verbessertes Gesetz auf den Weg bringen. Und ich habe es am Dienstag auch schon einmal gesagt. Ja, wäre mir auch am liebsten gewesen, wir hätten das Taubblindengeld und das Gehörlosengeld direkt mitregeln können. Das war aber nicht möglich, weil uns dafür die Vorarbeiten noch gefehlt haben. Und da das Landesblindengeldgesetz nun einmal dieses Jahr ausläuft, mussten wir das jetzt erst einmal ordentlich verlängern. Ich habe aber auch am Dienstag bereits zugesagt, dass wir das Taubblindengeld und auch das Gehörlosengeld so schnell wie möglich Ihnen auch vorlegen werden, sodass
wir dann im nächsten Jahr mit Sicherheit auch zu diesem Gesetz kommen. Und deshalb dieses Gesetz, die Beschlussfassung dieses Gesetzes heute ist wiederum ein wichtiger Beitrag zur Inklusion von Menschen mit Behinderung, zur gemeinsamen und selbstbestimmten Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Und das sollte tatsächlich für uns alle Grund sein, diesem Gesetz zuzustimmen. Und dann können wir im nächsten Schritt sehen, wie wir die anderen Aspekte ergänzen und daraus eine runde Sache machen und tatsächlich zu einer Gesetzgebung kommen für Menschen mit allen Formen von Sinnesbehinderung. Vielen Dank. Es hat sich noch einmal Frau Alex von der SPD zu Wort gemeldet. Sie haben etwas über eine Minute noch Redezeit. Und fünf. Erstmal jetzt noch und dann zusätzlich wäre noch was. Aber jetzt. Ja, meine Damen und Herren, ich habe tatsächlich zum Landesblindengeld und zu unseren Änderungsanträgen nichts mehr gesagt. Weil es gibt hier Leute, die sitzen hier, die teilen unsere Ansicht, und es gibt Leute, die interessiert unsere Ansicht nicht. Und da wollte ich Ihnen die Zeit sparen, es noch einmal aufzudröseln, zumal ich noch nicht ein einziges Argument gehört habe, warum zum Beispiel bestimmte Dinge nicht gemacht werden. Ich habe nicht einmal gehört, warum wird das Blindengeld versagt. Warum müssen Leute, die nach Hessen ziehen, in eine stationäre Einrichtung, warum müssen die aufs Blindengeld verzichten? Warum warten wir so lange auf das Taubblindengeld? Das haben Sie auch nicht aufgeklärt. Erzählen Sie nicht. Sie waren gestern im Ausschuss. Sie waren gestern im Ausschuss, da haben wir noch einmal unsere Änderungsanträge dargelegt, und Sie haben abgestimmt, wie Sie wollten. Und ich habe Ihnen noch einmal den Unterschied zwischen Muralin und Praline erklärt. Aber das kann ich ruhig sagen, dass auch wenn es aus einer nicht öffentlichen Sitzung ist. Aber ach, das wird der Sache nicht gerecht. Aber dass Sie, dass Ihre Fraktion die einzige Empathie darin hat, und das einzige Mal über Menschen sprechen können, wenn es über Hartz IV geht und nichts anderes zu tun haben, als die SPD zu beschimpfen, das wird natürlich immer der Sache gerecht. Meine Damen und Herren, Sie haben sich mit dem Landesblindengeld nicht auseinandergesetzt. Sie haben bestimmt die Stellungnahmen gelesen, aber Sie haben sie nicht interessiert. Sie haben sie auch nicht verstanden. Und die Blinden und Sehbehinderten werden Ihnen bestimmt nicht dankbar sein für das, was Ihnen vorgelegt wurde. Es ist Ihr gutes Recht, und eigentlich hätten Sie mehr bekommen müssen. Nicht mehr Geld, aber mehr Zuspruch, mehr bessere Leistungen und Vergleichbarkeit mit anderen, nicht nur was das Geld betrifft. Und keine Bestrafung durch Versagung des Blindengeldes und ähnliche Sachen. Und das werden Ihnen die Fachleute auch bestätigen können, und das wissen Sie ganz genau. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Dann kommen wir nun zur Abstimmung, meine Damen und Herren. Wer dem Gesetzentwurf der Landesregierung drittes Gesetz zur Änderung des Landesblindengeldgesetzes in der Fassung der Beschlussempfehlung zustimmt, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Das ist die CDU und Bündnis 90 die Grünen. Wer ist dagegen? Das sind die Linken. Und wer enthält sich? Das ist die AfD, die FDP und die SPD, das heißt der restliche Teil des Hauses. Und weil es nun im Vorfeld Irritationen über unsere Abstimmung gegeben hat, will ich hier noch einmal zu Protokoll geben und klarstellen, dass wir eben zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes auch in der Fassung der Beschlussempfehlung abgestimmt haben, meine Damen und Herren. Das ist jetzt hiermit zu Protokoll genommen und klargestellt, weil es darüber hier auch mit dem ein oder anderen parlamentarischen Geschäftsführer noch eine Nachbesprechung gegeben hat und Erörterung.